Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich freue mich heute einen tollen Schauspieler zu Gast zu haben, den wir mal ganz anders kennenlernen. Bei dem deutschen Audible Original Podcast Serie Marvel's Wastelanders. Wolverine spricht er selbigen, aber ihr kennt ihn schon aus so vielen anderen tollen Filmen und Serien. Ich freue mich, dass du heute da bist. Henning Baum, wie geht's dir und wo bist du? Ja, ich bin zu Hause, mir geht's sehr gut und ich habe heute Morgen schon, wie Wolverine es wahrscheinlich auch täte, ein kleines Training hinter mir und danach natürlich mit kaltem Wasser abgehärtet, schockgefrostet. Ja, das Thema Sport und Energie ist bei dir im Leben ja ganz wichtig. War das für dich ein leichter Weg, eine Connection zu Wolverine dadurch aufzubauen oder ist das in dem Fall egal? Nein, das ist überhaupt nicht egal. Das ist tatsächlich ganz wichtig, dass ich in dem Fall eine physische Nähe auch zu dieser Figur Wolverine herstellen kann. Ich habe tatsächlich, als ich wusste, ich werde also dann in 8 Wochen die Aufnahmen haben, habe ich das Training nochmal umgestellt und habe das nochmal intensiviert, um auf ein höheres Level zu kommen. Denn es ist tatsächlich so, man muss die Dinge im Schauspiel oder auch wenn man einen Podcast aufnimmt, ein Hörspiel, man muss die Dinge natürlich durch den Verstand vorbereiten. Ja? Ich muss genau wissen, was ist die Situation. Das formt die Sprache. Aber im Körper liegt das Wissen, wie die Figur wirklich fühlt. Also die Gefühle werden ja nicht gespielt, sondern die Gefühle entstehen, die stellen sich ein. Und damit die sich richtig einstellen können, muss der Körper warm sein und er muss eine Ahnung von dem haben, was die Figur, die ich da spiele, eben in der Geschichte macht. Ne? Und wenn der kämpfen kann und diese Kraft und diese Aggressivität auch verspürt und umsetzen kann, dann muss ich zumindest mich so sehr daran trainieren, dass ich da eine Ahnung von habe. Also ich muss mich da eigentlich maximal ran trainieren, ne? Soweit mir das möglich ist. Und die Geschichte setzt an 30 Jahre nachdem die, ich zitiere, Superschurken gewonnen haben, also den Wolverine, den wir zum Beispiel von Hugh Jackman kennen. Das ist nicht der Wolverine, den du dort deine Stimme leihst. Was ist das für ein Wolverine? Wie ist der drauf? Hat er überhaupt noch viel Kraft und Energie? Wolverine ist ja eine interessante Figur. Er ist, in gewisser Weise ist er unsterblich. Er regeneriert sich ja, wenn er verletzt ist. Trotzdem ist er durch all die Jahre des Kämpfens hindurch auch ermüdet. Und der Wolverine, den ich da spiele in dieser Geschichte, der hat also eigentlich Jahre der Verzweiflung hinter sich und der Einsamkeit. Und er ist von Selbstzweifeln zerfleischt geradezu. Also er ist eine niedergeschlagene Figur, der gegen seine Düsternis ankämpfen muss. Ich will nicht sagen, dass er weniger Energie hat als der alte Wolverine, aber diese Energie, kann in ihm noch abgerufen werden, aber er ist ein müder Krieger. Er ist ein müder Krieger und er hat was Gebrochenes in seiner Persönlichkeit. An welchem Punkt war für dich klar, du willst Wolverine machen? Das habe ich sofort, Habe ich sofort zugesagt. Ich finde diese Figur ausgesprochen spannend. Dann hatte ich natürlich auch Bilder im Kopf. Den Film hatte ich gar nicht gesehen. Ich hatte nur Fotos von Hugh Jackman auch im Kopf. Aber dann vor allem auch die Comics. Da bin ich jetzt auch kein großer Kenner, aber natürlich sind die mir immer mal wieder untergekommen und fand die Figur sofort spannend, weil ich eben diese Zerrissenheit in ihr gesehen habe. Und dass es das Gegenteil von einem plakativen Charakter ist. Ne? Also das Gebrochene, das Vielschichtige dieser Figur. Seine Nöte, seine Ängste, auch seine Erfahrung damit, dass seine Energie und seine Aggression ihn fehlleiten und dass daraus Schaden hervorgeht. Und wie er damit umgeht. Also das Ganze ist ist ein Festessen gewesen für einen Schauspieler. Sehr gut, wir reden gleich weiter über Wolverine. Vorher möchte ich mit dir noch über ein paar andere schöne Stationen deiner Karriere sprechen. Und wenn dein Name fällt, dann sind es natürlich auch immer 3 Worte, die sofort hinterher schallen. Der letzte Bulle. Und bei so einem großen Projekt, was auch deine Karriere so geprägt hat, würde ich jetzt mal tippen, dass ein Schwung positiver Gefühle das Erste ist, was dich erreicht. Allerdings kennen wir ja nur das fertige Ergebnis. Die Jahre, die Dreharbeiten, die kennst nur du. Was fühlst du heute, wenn du an den letzten Bullen zurückdenkst? Also ich freue mich immer wieder, wenn ich Ausschnitte vom letzten Bullen sehe. Da gibt es also auf Instagram gibt es auch tolle Seiten, wo
Fans da kleine Szenen immer wieder ins Internet stellen. Und insofern sehe ich den eigentlich fast täglich und freue mich darüber, was wir da gemacht haben. Das ist eine ganz tolle Arbeit gewesen. Und es ist auch hier so, man darf den letzten Bullen überhaupt nicht, sagen wir mal, für einfach halten oder für schlicht. Ne? Dem wurde also oft so das Etikett gegeben, ja, es ist so eine Macho-Figur und so. Aber wer das getan hat, der hat nicht richtig hingeguckt. Denn diese Figur kämpft ja auch wie Wolverine eigentlich gegen eine Art der Verzweiflung an. Ne? Der lag im Koma, der hat 20 Jahre seines Lebens verloren und er tut das, indem er eine ungebrochene Art der Energie und der Lebensfreude auch freisetzt. Und das habe ich auch beim Spielen gesucht mit meinen Kollegen zusammen. Und wir haben uns immer wieder was einfallen lassen. Ich saß eigentlich jeden Abend da vor den Szenen und habe überlegt, was kann man da noch finden, was kann man da noch reinpacken, wie kann man das noch ein bisschen anders vielleicht machen. Und das war zwar anstrengend, es war eine extra Arbeit, sich das auszudenken, aber es hat sich gelohnt, denn Kollegen und ich betonen die Kollegen deswegen so, weil es natürlich mit denen gemeinsam erarbeitet wurde. Wir haben dann eine ungeheure Spielfreude entfaltet. Und ich glaube, das hat sich übertragen in das ganze Format und das haben die Zuschauer auch so geliebt. Das spüren die. Also ich wurde neulich angesprochen von einer Frau und die sagte mir, das war wirklich was Besonderes. Die sagte mir, ja, diese Folgen von Der letzte Bulle, die hätten sie und ihre Familie wirklich durch eine schwere Zeit gebracht. Und die hätten sie also mit Freude und geradezu mit Lebensfreude, hat sie so gesagt, ne, erfüllt. Und wenn man das als Schauspieler, als Künstler hört, dann weiß man, ja, das ist eigentlich genau der Zweck, den ich auch erfüllen wollte damit. Das ist, oder es geht sogar darüber hinaus, ne? Ich wollte, dass die Menschen, die Zuschauer, eine gute Zeit haben. Aber wenn das dann darüber hinausgeht, dann muss ich sagen, dann bin ich wirklich dankbar. Denn es ist ja kein Selbstzweck, dass wir irgendwas machen, sondern ich will die Menschen erreichen. Ich will die erfreuen. Ich will, dass es denen gut geht, wenn die was sehen, was ich gemacht habe. Ich will die ins Staunen bringen. Ne? Und das ist insofern mit dem letzten Bullen natürlich auch was Besonderes. Deswegen, wenn einem das gelungen ist, das schafft man nicht mit jedem Format. Es kann auch nicht jedes Format darauf abzielen. Aber letzter Bulle ist bei mir ungebrochen positiv. Stimmt es, dass du beim 90. Geburtstag von Queen Mom gesungen hast? Ja, das stimmt. Ich war damals Teil des Chores. War jetzt keine Solo-Nummer, ne? Da ist also nicht Henning Baum aus Deutschland aufgetreten und gesagt, Your Majesty, here I am. Sondern ich war Teil des Chors. Ich bin damals in England zur Schule gegangen. Und wir wurden dann nach London eingeladen zu den Feierlichkeiten in Kensington Gardens. Und da war also richtig was los, ne, mit Truppenparade und wie sich das gehört, wenn Queen Mum Geburtstag hat. Und sie kam dann mit Prinz Charles zusammen. Den mochte sie ja gern. Das war so offenbar einer ihrer Lieblingsenkel. Und Prinz Charles war damals noch Prinz Charles, heute ist er der König. Und wir haben den beiden oder ihr speziell wirklich Lieder vorgesungen. Lieder aus der Zeit ihrer Jugend. Ja? Und das hat sie richtig amüsiert. Das hat man gesehen. Das hat ihr gut gefallen. War das für dich was Besonderes oder ein ganz normaler Mittwoch? Ja, das war kein Mittwoch, ich glaube, das war am Wochenende, war ein ganz normaler Samstag und danach. Du hast mit dem Format Einsatz für Henning Baum viele Menschen dazu bringen können, dass sie in bestimmte Richtung gucken konnten. Du warst bei der Polizei, du warst bei der Bundeswehr, du warst beim Rettungsdienst dabei und standst nicht nur daneben, ne? Du warst wirklich dabei. Was war das für ein Erlebnis für dich? Naja, das Erste war ja die Polizei und da hatte man mich gefragt, ob ich das mache. Das lag dann irgendwie auch nahe, weil ich da eben so viel Polizisten gespielt habe. Und ich bin ja dann auch mit denen auf Streife gefahren und mein Anliegen war einfach auch zu zeigen, es gibt ja natürlich, die Polizei polarisiert, es gibt Leute, die können die Polizei nicht leiden. Es gibt natürlich auch Bullen, die sich manchmal Panne benehmen und so, ne? Das ist ja nicht ausgeschlossen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir uns klar machen, dass dieses Organ des Staates, das ist ja von Menschen ausgefüllt. Das sind ja Menschen, die da Dienst tun. Die haben Familien. Und der Blick, den ich mit der Doku eben hinter die Kulissen erreichen wollte, zielte schon darauf ab, dass die Zuschauer sehen, ja Mensch,
die haben Familie, die haben Ängste und Nöte, mit denen sie umgehen. Und wenn also da irgendwelche Verrückten in der Dunkelheit Steine auf die schmeißen, das betrifft die. Ne? Da sitzt die Ehefrau zu Hause mit dem Kind und macht sich Sorgen, zu Recht. Und sagen wir mal, wir haben ja in der Gesellschaft in den letzten Jahren eine starke Tendenz erlebt, dass immer mehr polarisiert wird. Ne? Also auch durch soziale Medien. Es postet sich sehr schnell und es vereinfacht sich auch alles sehr schnell. Das trägt aber nicht wirklich zur Einigkeit dabei. Und ich meine, es ist schon ein gewisses Maß an Einigkeit im Land notwendig, damit ein Land, damit ein Gemeinwesen gut funktioniert. Und wenn man unser Volk immer mehr aufspaltet in unterschiedlichste Einzelgruppen und die dann auch noch möglicherweise gegeneinander in Stellung bringt, dann werden wir die Aufgaben, die wir zu erledigen haben, nicht erreichen können. Das schaffen wir nur, wenn wir zusammenhalten und wenn wir uns gemeinsam anstrengen. Aber wenn wir ständig nur Spaltungen betonen, dann können wir den Regenschirm gleich zu Hause lassen. Ja. Und das ist mit meinem Format schon so, dass ich das versuche, ein bisschen zu verhindern. Und das war also bei der Polizei so. Und dann habe ich also gedacht, naja, die Bundeswehr, die findet auch so ein Nischendasein nur statt. Und gesagt, da lohnt sich ein Blick drauf. Und der Rettungsdienst war dann natürlich was Besonderes, weil ich da ja herkomme, weil ich ja selber Rettungssanitäter vor 30 Jahren war und es immer noch bin und ich mich dann wieder eingearbeitet habe und dann eben ganz real die Einsätze ja mitgefahren bin. Ich war ja nicht irgendwie das fünfte Rad am Wagen, ne, sondern ich habe ja ganz normal mitgearbeitet. Also das war für mich sicherlich die befriedigendste Erfahrung. Ich bin wieder sehr gern im Wagen gefahren. Also das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Diese ganze Arbeitssituation, auch der Stress, den wir hatten, wir haben ja wirklich lebensbedrohliche Situationen erlebt, die wir dann zum Glück abwenden konnten. Kurioserweise hatte ich tatsächlich sogar dann noch eine Reanimation, wo die Dame, weil wir eben so schnell da waren oder der Herzstillstand quasi eingesetzt, als wir vor Ort waren, die ist dann auch wiedergekommen. Also die konnten wir im Krankenhaus orientiert abgeben, wie man so sagt, ne? Wundervoll. Ich finde toll, dass du das gemacht hast und ich hoffe, da geht es vielleicht weiter. Das erste Mal bist du, glaube ich, den Leuten so mit einem ganz großen Ausrufezeichen bei Mit Herz und Handschellen begegnet. Dort hast du Leo Kraft gespielt. Stimmt es, dass die Serie eigentlich Der schwule Bulle heißen sollte? Das war ein Arbeitstitel, ne? Das war ein Arbeitstitel und es ist natürlich, sicherlich kein Titel, der im Fernsehen dann klug gewesen wäre, weil das ist ein ganz einfacher Grund. Ich habe das damals schon gesagt, wenn man das herausstreicht, die sexuelle Orientierung eines Menschen und da den Fokus drauf legt, dann stigmatisiert man ihn. Das ist Unsinn. So habe ich die Figur ja auch gespielt. Ich habe gesagt, das ist ein Mann, der liebt einen anderen Mann, ne? Lebt mit dem anderen Mann auch zusammen. Aber der ist vor allem Polizist. Und wir waren ja in der Situation, dass wir Polizisten waren. Und das spielt ja da keine Rolle, ne? Also sagen wir mal so, das ist irgendwie auch ein bisschen wieder so eine Fernsehidee gewesen. Ja, wenn man jetzt einen Polizeikommissar, der schwul ist, das war damals eben das erste Mal. Es ist ja eigentlich, es spielt nur in dem Privatleben eine Rolle. Wenn der ermittelt, spielt es keine Rolle, ne? Und ich habe denen auch gesagt, also ihr dürft nicht denken, dass ich diese Figur denunziere, also dass ich den irgendwie tuntig mache oder so. Ne? Das hat er mal im Spaß irgendwie sowas gemacht, wenn er sich über jemanden, der homophob war, lustig machen wollte oder so. Aber das war mir ganz wichtig, dass ich da eine kluge, männliche, sensible Figur erzähle und die eben nicht denunziere oder vorführe. Die vierte Staffel der deutschen Audible Original Podcast Serie Marvel's Wastelanders Wolverine gibt es bei Audible und dort können wir ihn als Wolverine hören. Henning Baumann der Web Talkshow, vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich auch und sag mal, alles Gute und Glück auf. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt das, was Henning gesagt hat, ist wirklich wichtig. Man vergisst manchmal bei Bundeswehr und
Rettungskräften, genauso wie bei Polizisten, dass das eben echte Menschen sind. Bitte vergesst das nicht. Weil wenn ihr Hilfe braucht und wir landen alle mal in der Situation, dann wollen wir ja doch bitte Menschen haben, die gerne zur Arbeit gehen und nicht denken, oh Gott, was passiert mir hier als nächstes? Deswegen seid bitte einfach nett zu Menschen, auf deren Hilfe wir angewiesen sind. Wir sehen uns wieder zur nächsten Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und jetzt die heutigen Abschlussworte von Henning Baum. Bis dann. Da fällt mir doch dieses Zitat von Wilhelm Busch ein. Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt.